Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 6 und zum Thema Funktion höherer Ordnung. Wie Sie sehen, ein grundlegendes Thema dieses Übungsblattes, deshalb in der Themenleiste, aber auch ein grundlegendes Thema beim Programmieren in höheren Programmiersprachen allgemein, insbesondere in Java und in Racket. Dementsprechend natürlich an verschiedensten Stellen im Übungsblatt 6 und auch im Klausurblatt, hier beispielsweise wieder die Klausur vom Frühjahr 2020. Wir fangen an mit einem grundlegenden Thema, das wir in der einen oder anderen Form schon mal gesehen haben, aber uns nie systematisch bisher klar gemacht haben: Funktionen als Daten. Hier sehen Sie ein Beispiel, das wir schon gesehen haben, ziemlich genau so, nämlich ein Interface Double-to-Double Function. Und die Idee dieses Interface ist, es repräsentiert Funktionen, mathematische Funktionen beliebiger Art, Sinus, Cosinus, Logarithmus, quadratische Funktionen, kubische Funktionen, was auch immer, dargestellt durch Klassen, die dieses Interface implementieren. Zum Beispiel eine Klasse quadratische Funktion. Um eine quadratische Funktion zu spezifizieren, braucht es drei Koeffizienten für den quadratischen Term, für den linearen Term und für den konstanten Term. Und dieses Interface hat jetzt eine Methode apply, die ein Double bekommt und ein Double zurückgibt und dann diese mathematische Funktion realisiert. Auf die Art und Weise können wir hinter ein und derselben Fassade Double-to-Double Function, also im wahrsten Sinne des Wortes hinter einer und derselben Schnittstelle, demselben Interface, können wir unterschiedlichste mathematische Funktionen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen realisieren und austauschbar halten. Das heißt also, an Stellen, wo wir irgendeine beliebige mathematische Funktion von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen haben wollen, können wir eine quadratische Funktion reinsetzen oder, wenn es uns eher passt, die Sinusfunktion oder was auch immer. Funktionen als Daten auf die Art und Weise in Java realisiert, erlaubt es uns tatsächlich, Funktionen in beliebiger Form, wie wir andere Arten von Daten kennengelernt haben, beispielsweise Zahlen, Daten, Zeichen, Daten und so weiter und so fort, auch zu verwenden. Zum Beispiel als ein Attribut einer Klasse oder als ein Parameter einer Klasse hier in Zuweisungen oder auch als Rückgabewert einer Methode. Oder beispielsweise auch ein Array von solchen mathematischen Funktionen kann man damit haben. Nur hier ein kurzes Beispiel dafür, dass wir, wenn wir Funktionen so darstellen als ein Interface, dass wir dann eben damit alles machen können, was wir mit allem anderen, mit Referenztypen, mit primitiven Datentypen auch machen können. Auch in Racket, jetzt sind wir bei Racket, geht es, dass wir Funktionen als Daten hernehmen können. Und tatsächlich ist diese Sichtweise, die wir jetzt in diesem Video einnehmen werden und auch danach in dem Video über Lambda-Ausdrücke, eine Sichtweise, die von funktionalen Sprachen wie beispielsweise Racket herkommt und dann relativ spät erst Eingang gefunden hat in Java und auch andere objektorientierte Sprachen. Gehen wir das mal hier in der Reihe mal durch, was wir hier eigentlich sehen. Sie sehen hier eine Konstante, die ich add, add nenne, und die ist definiert als plus. Wir hatten schon gesagt, plus ist eigentlich ein valider Identifier. Tatsächlich gibt es keine strikte Unterscheidung in Racket zwischen Operatoren und Funktionen. Operatoren, die Namen der Operatoren wie plus, minus, Stern, für mal, geteilt und so weiter, sind valide Identifier. Wir können sie verstehen als eingebaute mathematische Funktion, so wie beispielsweise Modulo auch eine eingebaute mathematische Funktion ist, die aber nicht operatorschreibweise, sondern in einem Wort dargestellt ist. So, was Sie hier sehen ist, dass Sie, so wie Sie eine eine Konstante von einem Zahlentyp oder von Symboltyp oder was auch immer haben können, dass Sie auch eine Konstante vom Funktionstyp haben können. Hier sehen Sie genau, von welchem Typ das ist, nämlich zwei Zahlen werden als Parameter übergeben und eine Zahl wird zurückgeliefert. Das ist der Typ dieser Funktion add, dieser Konstante vom Funktionstyp. Und wir sind daran gewöhnt, und so ist es auch hier, dass eine Konstante von einem bestimmten Typ dann genauso verwendet werden kann, wie es ihrem Typ entspricht.
Bei Funktionstypen, was ist die Verwendung? Der Aufruf. So wie wir plus 2, 3 schreiben können, können wir jetzt add 2, 3 schreiben. Wir haben eine Konstante ADD definiert vom Funktionstyp und wenden die hier an. Man kann hier auch weitergehen, so wie wir das jetzt in Java gesehen haben, dass man auch mit Funktionen hier sehr viel direkter, ohne so einen Umweg, ohne so eine Krücke über ein Interface oder ähnliches, wie wir es in Java gesehen haben, sondern ganz direkt hier beispielsweise damit umgehen können, dass wir eine Struktur definieren können, deren zwei Attribute gedacht sind als Funktion. Das heißt, die Namen legen schon nahe, was wir hier drin haben wollen, sind Funktionen. Und dann sehen wir auch, wie wir das machen können. Zum Beispiel ein Struct A und ein Struct B jeweils mit Funktionen, entweder so mit Namen benannte Funktionen oder mit solchen Symbolen benannte Funktionen, ist ja alles dasselbe, wie gesagt. Und dann können wir diese Funktionen, die da in diesen beiden Structs A und B jeweils als Attribute sind, dann auch entsprechend artgerecht sozusagen, also typgerecht verwenden. Sie sehen hier, dieser erste Ausdruck in den inneren runden Klammern liefert uns die erste Funktion von A zurück, also das add, der erste Parameter dafür. Also wenn es das zurückliefert, dann heißt es, hier findet insgesamt ein Aufruf dieser Funktion add ADD statt. Hier, das evaluiert zu dieser Funktion f und ist der Beginn des Aufrufs. Hier ist der erste Parameter und der zweite Parameter, da habe ich mir die Freiheit genommen, den entsprechend auch etwas komplizierter auszudrücken, nämlich das hier evaluiert also zu Stern, zur Multiplikation. Und der Gesamtausdruck hier ruft die Multiplikation mit den Faktoren 3 und 4 auf. Ergibt 12, das heißt also, was hier am Ende herauskommt, ist Addition von 2 und dem Ergebnis 12 4. Und so sind auch die anderen beiden Beispiele zu verstehen. Die brauchen wir jetzt nicht noch weiter durchgehen. Sehen Sie auch noch ein paar weitere Erläuterungen dazu in den Foliensätzen zur Vorlesung und in den Notizen, die ja ein Transkript einer fiktiven Vorlesung beinhalten. So, jetzt können wir hier zum Beispiel auch wieder noch einen weiteren Punkt sehen, Funktionen als Daten, nämlich, so wie wir eben gesehen haben in Java, Sie können mit diesem Umweg über ein Interface, können Sie Arrays von Funktionen haben. Hier direkt in Racket können Sie eine Liste haben, die entweder homogen aus Funktionen besteht oder ich habe mir hier die Freiheit genommen, schon eine heterogene Liste zu definieren. Eine Funktion, eine Zahl, noch eine Funktion hier plus, ja, und noch eine Funktion, ein String, noch eine Funktion und noch eine Funktion. Ja, auch so können Sie jetzt wieder Funktionen als Daten hier in Racket verwenden. So. Kommen wir nochmal zu Java zurück. Jetzt kommen wir zu Funktionen höherer Ordnung. Was sind Funktionen höherer Ordnung? Das ist ganz einfach. Das sind Funktionen, die als Parameter oder Rückgabewert ihrerseits wieder eine Funktion haben. Und wir haben uns darauf verständigt, dass dieses Interface hier beispielsweise repräsentiert mathematische Funktionen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen. Das heißt also, dieses Find Zero, das wir schon mehrfach gesehen haben in anderen Videos, ist tatsächlich eine Funktion höherer Ordnung. Das haben wir bis jetzt noch nicht so benannt, aber es ist tatsächlich so, per Definition. Hier sehen Sie ein Beispiel in Java dafür, dass man natürlich auch als Rückgabewert eine Funktion haben kann. Das heißt also, wir haben ja gesagt, Funktionen höherer Ordnung haben ein paar, mindestens einen Parameter oder Rückgabewert oder mehreres davon als Funktionen. Und hier ein einfaches Beispiel dafür für einen Rückgabewert in Java. So, ähnliche Sachen kann man dann entsprechend auch in Racket machen. Sie sehen jetzt hier erst einmal ein Beispiel dafür, dass wir in dieser Funktion hier unten, die wir hier definieren, zwei Parameter haben von Funktionstypen. Das heißt, es handelt sich per Definition um eine Funktion höherer Ordnung bei diesem addFunctionResults.
Und was die macht, ist einfach, die bekommt eben zwei Funktionen als Parameter und zwei Zahlen als Parameter und soll eine Zahl zurückliefern, nämlich wie der Name schon sagt und wie es hier auch in der Spezifikation hier oben ist, im Vertrag hier oben ist. Die eine Funktion wird auf den einen zahlenwertigen Parameter angewandt, die andere Funktion auf den anderen und die beiden Werte, die dabei herauskommen, werden addiert und das ist dann der Gesamtwert, der durch diese Funktion zurückgeliefert wird. Auch hier wieder, wie immer, Check-Inspect sollte man nicht vergessen. Hier ist noch ein Beispiel in Racket, ein erstes einfaches Beispiel. Also hier an dieser Stelle kann man noch nicht so richtig sinnvolle Beispiele, denke ich, liefern. Hier, aber das ist durchaus ein existierendes Beispiel. Es gibt eine Funktion, eine eingebaute Funktion Identity in Racket, die genau das tut wie dieses MyIdentity. Also so ganz sinnlos ist es dann auch nicht. Das liefert einfach seinen Parameter zurück. Das heißt, wenn der Parameter eine Funktion ist, wird diese Funktion zurückgeliefert. Was hier effektiv ist, passiert ist, dieser Ausdruck evaluiert zur Funktion Square Root und dieser Gesamtausdruck in den äußeren runden Klammern ist dann die Quadratwurzel von 5. Hier noch mal ein Beispiel, das Beispiel Find Zero nochmal in Racket. Haben wir auch schon Funktionen höherer Ordnung gesehen, ohne uns das bisher klar gemacht zu haben, weil wir diese Begrifflichkeit ja auch noch gar nicht kannten.